Hey ihr Robonauten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboCraft und dann guckt euch mal unseren Porno-Robo an. Es ist vollbracht, wir haben alle SMGs auf T8 gebracht. Klasse Teil, man muss so sagen, man merkt einen deutlichen Unterschied im Schaden. Also Bomber holt man damit richtig schnell runter, ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen. Und auch andere Tanks flattern ganz schön vor diesen fetten SMGs. Die letzten Runden liefen relativ gut. Ich hoffe mal, ich laber jetzt nicht wieder zu überragend und zu genial. Nicht, dass ich jetzt hier wieder in der nächsten Runde voll auf die Fresse kriege. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es gut läuft. Gucken wir uns mal an, wie haben sie denn hier wie Roboter genannt? Wir haben den Blockator dabei. Das ist cool, das ist ein schönes Wortspiel. Doch, das ist cool. Dann haben wir den Leaper, keine Ahnung, was das heißen soll. Den Beastie Bot. Boah, fiese Scheiße. Ja, und dann startet hier für heute die erste Runde. Es ist zum Glück keine Ice Map, wie immer wieder und öfters schon gesagt. Ich hasse Ice Maps. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie wir abschneiden werden. Das ist ja wieder diese ekelhafte Canyon-Map. Ah, die ist auch nicht so mein Ding, sag ich mal. Aber ja, da müssen wir jetzt durch. Wir brauchen Punkte, wir brauchen Credits. Unser gratis Premium ist ja leider ausgelaufen. Die 3 Tage sind rum. Schade, 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 schade. Ich muss schon sagen, das Spiel macht mit so extrem viel Premium-Zockern so richtig Fun. Und ich werde mich jetzt echt mal darum kümmern, mein Passwort wieder zu bekommen, dass ich auch meinen eigenen Account auf Premium setzen kann. Man kommt einfach viel schneller voran und ich kann euch viel, viel besser und viel schneller neue Sachen im Robocraft präsentieren. So, jetzt schauen wir doch mal, wie sieht's hier aus. Da vorne haben wir 2, hier haben wir bis jetzt noch gar keinen. Brettere ich einfach mal den Canyon lang, aber irgendwo muss hier ein gegnerischer Flieger sein, das sehe ich da gerade auf der Karte. Ja, da drüben sind sie schon. Wunderschön, den haben wir dann noch gescoutet. Ja, da müssen wir jetzt auch vorsichtig sein. Die wollte ich gerade scouten. Warum ging das jetzt nicht? Warum fährt mein Roboter jetzt gegen die Wand? Ist der bescheuert oder was? Na gut, dann brettern wir... Oh, scheiße. Jetzt haben wir hier so einen Plasma-Bomber. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja, der hat uns gesehen. Der bauert auf uns. Wir haben jetzt auf 62% runter. 58% ist er runter. Und irgendeiner von den fiesen Gegnern war da schon in unserer Basis. Na, gibt's denn mal sowas? So ein dummes Schwein, was der sich alles traut. Und jetzt will ich doch mal schauen, ob ich hier nicht irgendwie in den Arsch ficken kann, würde ich gerade sagen. Aber. Hier haben wir jetzt, ich glaube, das ist ein Schwebeheiler. Fett beschildet. Da kommt man ja kaum durch. Da kann man ja auch keinen Schaden verursachen. Oh nee, das ist ein Plasmaschweber. Oh, da müssen wir aufpassen. Da hinten ist noch ein Gegner. Und jetzt dreht sich der Porno-Robo hier schön im Kreis. Uns wurde auch schon ein Rad abgeschossen. Jetzt wurden uns beide Räder abgeschossen. Oh, ist das eine fiese Scheiße. Ist das eine fiese Scheiße. Der hat sich volle Kanone auf meine Räder abgesehen und hat die Kacke auch noch getroffen. Ich fasse es nicht. Und jetzt hat er auch noch einen Heilroboter im Hintergrund. Auch so glücklich kann er sich noch schätzen. Ah, das ist natürlich richtig, richtig schlecht jetzt für mich gelaufen. Ah, verdammte Axt. Jetzt bin ich umzingelt von anderen Robotern. Das Einzige, was noch steht, ist mein Sarkophag. Vorne sind wir schon offen. Jetzt kriegen wir es von allen Seiten besorgt. Ich stürze mich mal hier die Klippe runter. Ja, komm, hier ein bisschen Schaden kann ich hier noch beibringen. Aber... Oh nein, oh, da ist ja an jeder Ecke der Tod über mir geschwebt. Allgemein war es auch eine sehr schlechte Runde von unserem Team, sind ziemlich früh die Leute gestorben. Naja, gehen wir hier mal raus, vergessen wir das Ganze mal, starten wir einfach mal eine neue. Schlag hin hier, du Scheißrechner, wie lange das schon alles dauert. So, naja, 4 Punkte wird es nicht gegeben, dann gucken wir einfach mal. Obwohl, 3128 Punkte gab es im Endeffekt doch noch. Naja, ist verkraftbar, muss man sagen. Auf geht's in die nächste Runde, die jetzt hoffentlich besser laufen wird. Besonders viele Leute sind ja am Mittwoch um 2 Uhr morgens, nee, um 3 Uhr morgens haben wir es mittlerweile schon, leider nicht online. Aber man muss sagen, viele, viele Leute scheint das Premium jetzt angelockt zu haben. Also man hat jetzt hier immer so, wir haben jetzt 8 Premium-User dabei. Und das bewegt sich wirklich so immer zwischen so 6 und 8 Premium-User, die da sind. Naja, mich selber hat's ja auch angelockt. Ich bin ja auch absolut geil drauf geworden, hier jetzt ein Premium zu kriegen. Ich muss halt nur noch irgendwie mein Passwort wieder rauskriegen. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin. Ich muss nur mit GMX telefonieren. Das schaffe ich noch. Also, oh, was war das für. Was ist denn das für ein Sneaker-Robot? Der sieht ja toll aus. Der sieht so ein bisschen aus wie die Mammut-Tanks von Command & Conquer. Alter, das finde ich ja schön. Ach, Schnieke. So, ja, Freunde, neue Runde ist gestartet. Wir befinden uns wieder mal auf so einer Royal Canyon-Map. Das ist, glaube ich, die jetzt mit dem offenen Canyon, ja ganz genau, wo die hier so ewig weit rüberballern können. Ach, auch nicht gerade einer meiner Lieblingsmaps. Aber na gut, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Ich bleibe jetzt hier auch einfach mal in der Mitte stehen. Ich denke mal, von hier vorne wird wieder ein massiver Angriff kommen. Und hier hinten werden auch wieder irgendwelche Rail-Tanks rumstehen. Obwohl, bis jetzt kann ich noch gar keinen sehen. Ja, da gibt es schon von unseren Bombern den fetten Beschuss rüber in die gegnerischen Linien. Das finde ich gut, das finde ich herrlich.
immer rein das Plasma da bei den. Ich würde jetzt schon sagen Assis, aber ich lasse es. So, ah, hier ist der Command & Conquer Tank. Oh, schönes Ding. Na gut, wenn die nicht kommen wollen, dann kommen halt wir. Dann brettern wir jetzt darüber. Der Command & Conquer Tank fährt ja vor mir. Eigentlich kann mir ja nicht viel passieren. Obwohl, was hat der für eine Bewaffnung? Gucken wir mal von den Nahen. Ah, der hat schlechtere SMGs wie ich und auch viel weniger davon. Keine Schilde, aber trotzdem so ein schönes Design, ey. Oh. Aber im Endeffekt wird er bei diesem Design die meiste Kohle an den Blöcken gelassen haben. Deswegen auch wahrscheinlich die schlechte Bewaffnung. So, den ersten Kill haben wir. Da haben wir mal einen Bomber weggerollt. Jetzt haben wir da vorne einen Plasma-Tank. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Der hat auch ganz schön Plasma geladen. Also wenn ihr gerade mal die Kugeln gesehen habt, das waren glaube ich 7, 8 so eine Kugel. Oh, da habe ich einen weggesnipert. Fette Scheiße. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Von 81% auf 0 runtergeballert. Den muss ich ja voll unter dem Sitz getroffen haben. Oh, Alter, scheiße, bin ich gut. Naja, okay, im Endeffekt war es nur Glück, Freunde. Es war echt nur Glück. Und jetzt sind wir hier an der gegnerischen Basis angekommen. Jetzt gucken wir nochmal, was uns hier noch erwartet. Oh, 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 scheiße, hier erwartet uns ganz schön viel. Hier müssen wir ganz schnell wieder raus. Hier müssen wir wirklich sehr, sehr schnell wieder raus. Der Porno-Robo dreht sich hier ein bisschen an der Klippe. Die ist nicht so ganz optimal für ihn, wie es aussieht. Aber wir müssen, ey, wir müssen hier weg. Das sind viel zu viele gegnerische Panzer, oder? Die haben sich jetzt ein bisschen zerteilt. Jetzt haben wir da vorne noch einen Walker. Ich beschieße den einfach mal. Das ist ein Medic-Walker. Obwohl, die Gegner haben sich wirklich gut verteilt. Die haben sich wirklich gut verteilt. Jetzt hat es den SMG-Tank hier an der Seite oder Plasma-Tank auch erwischt. Ich hoffe, ich kann mir den Puck mit dem Medic-Walker noch holen. Kann ich ihn mir holen? Jawohl, 3 Abschüsse damit in dieser Runde für uns. Das ist sehr gut. Da bockt der Porno-Robo auch gleich nochmal auf vor lauter Geilheit. Und jetzt haben wir hier drüben noch so einen Medic-Hoover. Mit viel Glück holen wir uns den auch noch, würde ich gerade sagen. Aber den haben wir uns nicht geholt. Wäre jetzt auch nicht fair gewesen. Wir haben ja nicht wirklich doll runtergeschossen. So, aus der Luft werden wir dann auch nochmal geheilt und dann haben auch schon das ganze gegnerische Team auseinandergenommen. Der hört hier mal wieder auf Platz 1. Ich will ja nicht pressen, ich will ja nicht pressen. Oh, ich war Platz 1. Ach, so, was gibt's an Punkte? 8700 Punkte, 17400 hätte es gegeben, wenn wir Premium gewesen wären. Ich brauche Premium. Verdammte Scheiße, ich brauche Premium. Ich könnte ja sowieso mal errechnen, wir gehen mal kurz in den Klöppelshop rein. Nee. Quatsch, ich muss ja den Mist erstmal erforschen. Ich brauche ja die neuen Cubes. Gucken wir doch einfach mal. Oder wir können doch mit Tier 7 hier unten schon wieder was Neues erforschen. Oder gab es da nicht irgendwas? Ja, den Radar-Receiver, den gibt es da noch. Wie viel CPU-Load braucht der? 28. Oh, das ist fies, das ist ganz schön viel. Ja, da haben wir doch den Radar-Jammer. Der braucht 28. Leider, gucken wir mal ganz kurz hoch. Oben links gucken. 924 für 930 FPF. RP-Flop CPU sind verbraucht. Also ich kann nichts mehr anbauen an meinem Porno. Auch wenn er jetzt mal so unten guckt, da bei der 7. Ne, für Tier 7, wir sind fast im Tier 8, Freunde, wir sind echt fast im Tier 8, ne. Player-Level geht auch bald wieder eins hoch, dann sind wir Level 48. Weiß eigentlich irgendjemand, was das maximale Player-Level in diesem Spiel ist? Kann ich erstmal in die Kommentare reinschreiben, würde mich mal interessieren. Ich meine, ich könnte es jetzt auch einfach googeln, aber, oh, pff, nö, ich stehe auf Kommentare. So, jetzt aber nochmal in den Tech-Tree reingeguckt, zu den Cubes, den neuen, das sind ja diese T7-Cubes dann hier. Ich erforsche jetzt einfach mal den Standard-Cube für 14 Tech-Tokens. Und dann möchte ich doch mal wissen, was der eigentlich kostet. So, scrollen wir mal runter. 1900. Oh, meine Güte. Oh, da fährt schon ein leichter Klumpen in meinen Schlüpfer rein. Da kriege ich schon mal ganz locker Schiss. Ich mache jetzt hier mal in meinem Telefon den Rechner ein. Unser Porno-Robo besteht ja im Schnitt aus 450 Blocks. Das können wir allerdings auch nochmal nachgucken. Da drücken wir einfach bloß mal Tab, gehen wir auf Garage. 485 Blöcke hat der. So, also rechnen wir jetzt mal 485 mal 1900. So, was kommt da raus? Was? Was? Eine Klammer? Was ist das für ein Scheiß? Weg den Mist. Ist gleich. Ja, Freunde. 921.000 Credits bräuchte ich, um den Porno-Robo umzubauen auf diese Blocks. Ist mal eine Zahl, oder? Ist echt mal eine Zahl. Meine Fresse. Also ohne Premium, denke ich mal, gar nicht schaffbar. Das muss ich mit Premium machen. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Ich brauche Urlaub. Ich muss krank machen. Irgendwas. Ich brauche Zeit. Ich muss Robocop spielen. Robocraft. Oh, ein schöner Name hier. Der Little Blue. Ist wahrscheinlich, weil er in diesem Tier auch aus diesen Blöcken gebaut hat, wo ich geglaubt habe. Ich glaube, das ist blau. Ich kann es nicht so erkennen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen farbenblind. Das kann auch lila sein. Keine Ahnung. Den Desolator haben wir. Und einen Tiefhalter haben wir dabei. Ein Tiefhalter. Na, leckt mich doch am Arsch. So, Freunde. Hier jetzt in der dritten Runde gibt es dann auch mal wieder eine Canyon Map. Ist das schon wieder eine Canyon Map? Das ist schon wieder die Canyon Map. Oh,
Okay, drei Runden auf der Canyon Map. Na gut, die letzte ist ja nicht schlecht gelaufen. Auch ein schöner Walker hier, muss man sagen. Schön groß, gefällt mir. Die Walker sind ja im Allgemeinen wirklich riesig. Problem ist halt immer noch, dass die Legs ziemlich schnell angreifbar sind, obwohl das mittlerweile schon gefixt wurde. Also die Legs haben jetzt mehr Armor. Da hat FreeGem, ja ich glaube FreeGem heißt der Entwickler, dieses Spiel echt mal was gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, die Jungs. Die sind ja auch wirklich sehr schnell mit der Weiterentwicklung von Robokräften, muss man sagen. Also die sind da echt hinterher. Ich selber sehe in diesem Spiel wirklich ein gigantisches Potenzial. Da wird echt richtig was kommen, wenn das Game mal fertig ist. Also wenn die dann noch verschiedene Spielmodus reinmachen und das weiterhin so kreativ entwickeln. Oh, Alter, da kommt eine Spinne über eine Schlucht gesprungen. Auf sie! Macht sie platt! Jawohl! Oh, war nicht meine absolute Scheiße. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Wenn die weiterhin so kreativ und so schön an diesem Spiel entwickeln, dann wird dieses Game, glaube ich, echt ein richtiger Brüller werden bei der Fertigstellung. Da kann die GameStar ruhig mal wieder 90% vergeben. Oh, da wurde mir schon wieder mein Kill geklaut. Unfair. Unfair. So, ja. Eigentlich könnten wir über die Brücke rüberfahren. Ganz genau, Kameraden. Los, rüber über die Brücke. Die machen wir alle Kamikaze. Die unten könnten uns nichts. Durch die fette Energie bekommen die nicht durch. Du, da vorne fängst den Schaden ab und ich mach die Kills. Genau, so ist das schön. Jetzt haben wir hier einen Walker. Der verliert auch relativ saftig HP. Mit viel Glück kann es unser Kill sein. Jawohl, war unser Kill. War unser Kill. Schöne Sache. Oh, da hinten haben wir jetzt ein Plasma-Gerät. Irgendwas. Ich könnte nicht erkennen, was es ist. Walker oder Tank. Und hier um eine Ecke ist ein Heilskorpion. Oh, jetzt muss ich hier weg, da vorne das Plasma kommt. Ja, ja, du. Oh, ey, du Heilskorpion. Jetzt hört's aber auf. Der hat doch ganz schön starke Heilkanonen. Die haben mich auf 94 runtergerupt. Ich bretter dem jetzt auch einfach mal hinterher, um einfach dem Plasma-Ding da hinten aus dem Weg zu gehen. Hier vorne, der Kumi hier vorne, eine Würfel, der macht's mir vor. Jawohl, und da haben wir eine jetzt. Und jetzt aber fest rein, immer fest rein. Oh, von hinten kommt das Plasma, von hinten kommt das Plasma. Das ist ungünstig. Aber. Naja, man will ja den Abschuss haben. Leider habe ich den nicht gekriegt. Ich war jetzt immer wieder absoluter Plasmafänger hier. Jetzt hier raus. Der nächste Plasmaschuss, der kann ruhig mal auf meinen Kollegen hier gehen. Auf meinen genossen Kameraden. Ach, wie man es auch immer sehen will. Oh ja, jetzt hat er noch einen mit der W gekriegt. Kann ich hier Lucky-mäßig... Jawohl, ich kann Lucky-mäßig den Kill für mich erringen. Und jetzt brettere ich doch gnadenlos auf die gegnerische Basis zu und hol mir einfach mal die Scout-Punkte. Die geben ja richtig viel. Hier drüben haben wir auch einen ziemlich schnellen Gleiter, der da einfach richtig gut auf die Basis raufgebrettert ist. Er steht jetzt mit mir hier drauf, dreht sich ein bisschen. Oh, das ist ein lustiger Kollege. Juhu! Lizard Blue. Ja, gut. Dann übernehmen wir jetzt mal die gegnerische Basis. Ein großer Widerstand ist bis jetzt nicht da. Gucken wir einfach mal auf die Punkte. Die Gegner haben noch nicht. Zwei Roboter haben die Gegner von uns zerstört. Vier von ihnen sind noch im Spiel. Ich denke mal, das Game ist gewonnen. Das lief auch sehr, sehr gut für uns. Ja, was heißt sehr, sehr gut. Ich hatte hier jetzt ohne Scheiß, ohne euch zu belügen, also ich hatte hier, bevor ich das, die Aufnahme jetzt hier, das Let's Play gemacht hatte, eine Runde gehabt, da habe ich 6 Kills gehabt. Da habe ich echt fiese Scheiße 6 Kills gehabt. Da muss ich auch sagen, ich bin in den Canyon reingebrettert, ohne zu wissen, dass da was ist. Und da lagen da einfach mal 3 Wracks vor mir, die ich einfach bloß noch wegpflücken müsste. Das war natürlich auch extrem lucky. Aber, ey, war geil. Einfach mal so 6 Kills machen. 6 Kills, Junge. Genial. Gut, okay, Freunde, die Runde ist gewonnen und hier bin ich doch jetzt echt mal gespannt, was uns das so an Punkten bringt. Da müsste ja immer wieder ein bisschen was zusammenkommen. So, Spannung, 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 Spannung. Was haben wir? Wow, 10.000 Credits ohne Premium. Im Premium hätte ich jetzt 21.322 Credits bekommen. Hui, ich werde mich gleich mal um meinen Premium-Account kümmern. Vielleicht kann ich ja um 3 Uhr morgens noch was machen. Die Schweine von GMX können ja auch ruhig mal 24-Stunden-Dienste schieben, ne? Immerhin bieten sie ja einen gratis Mail-Account an. Da kann man ja was für verlangen. Ja, aber Freunde, ich würde mal sagen, für heute machen wir erstmal Feierabend. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich auch wie immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao.